Hallo Leute, ein fröhliches neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich bin es mit meiner Schnecke und mit ihren Freundinnen. Da liegt sie, ihr könnt sie nicht sehen, aber da liegt sie, genau. Da quietscht mal Mausi. So, ja. Und ihr seht, es war irgendwie voll wild. Wir haben bis um 6 oder bis um 10 vor 6 waren wir noch bei ihrer Freundin und dann sind wir heimgelaufen und haben uns dann langsam hingelegt. So um 10 nach 6 waren wir dann im Bettchen und wir haben so bis um 4:30 dann gepennt, also heute Nachmittag. Und die Haare sind einfach so. Jetzt ist es zwar schon 8, aber ja, wir haben natürlich auch nicht geduscht. Erstmal wach werden. Ja, wir, auch wenn ihr sie gerade nicht seht, wünschen euch alles Gute im neuen Jahr. Viel Glück, Gesundheit, alles was ihr haben wollt. Geld auch. Übertreibt es nicht, gell? Nächstes Jahr so wächter. Noch ein Tipp an euch, guckt jetzt auf jeden Fall zurück in die Zukunft. Den Teil, wo sie eben zurück in die Zukunft reisen. Denn in dem Teil, wo sie in die Zukunft reisen, sind sie im Jahr 2015. Dann vergleicht mal, ob wir das haben oder nicht, was die da 2015 haben. Also ich vermisse immer noch. Also es gibt ja dieses Hoverboard, aber das ist nicht so cool wie richtige Hoverboards. Naja, vergleicht es mal. Fliegende Autos. Gibt schon fliegende Autos? Guckt mal raus. Vielleicht. Ich sehe keinen. Haltet eure guten Vorsätze ein. Also schön trainieren, abnehmen, zunehmen, mehr spielen, weniger lernen. Das, was ihr euch eben vorgenommen habt, man kann sich auch schlechte Dinge vornehmen. Also man kann sich auch Dinge vornehmen, die in den Augen anderer Leute schlecht sind. Ich will zum Beispiel, ich muss zunehmen. Andere sagen jetzt vielleicht, was? Du siehst doch so gut aus. Nee, Quatsch, aber was? Ich muss abnehmen und hin und her. Macht das. Haltet alles ein. Tschüss.